Hallo YouTube und Anime-Freunde da draußen, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir den Anime-Film, hoffentlich spreche ich den Titel richtig aus, Natsume Yojincho The Movie. Ein Film, wo es halt um einen Charakter geht, der irgendwie mit Yokais sprechen kann, mit Geistern. Und ich fand das ganz interessant. Und da der Film bei Amazon vor kurzem im Angebot war für 10,99 €, habe ich mir die DVD-Fassung mitgenommen. Das Ganze wird von Peppermint Anime neben der DVD auch auf Blu-ray vertrieben. Und ist ab 6 Jahren freigegeben. Ja, so sieht der Hauptcharakter aus, denke ich mal. So sieht das Motiv aus. Auf der Rückseite haben wir dann diese süßen Katzen. Und dann haben wir ein paar Bilder. Dann könnt ihr euch mal den Text durchlesen, wenn ihr möchtet. Dann steht hier unten: Die überaus beliebte und bezaubernde Manga-Vorlage von Yuki Miridokawa wird um eine einständige neue Geschichte mit Natsume und Nayako Senza in Filmlänge erweitert. Die Produktionsübernahme von Studio Shoka und Regisseur Takahiro Omori, die bereits die Anime-Serie umsetzte. Ja, Sprachen haben wir Deutsch und Japanisch. Auflösung paar, Bonus-Trailer. Ton ist DTS Headphone Audio 5.1. Untertitel Deutsch. Laufzeit 105 Minuten. Bild von 16 zu 9. Das Ganze kommt, wie gesagt, von Peppermint Anime neben DVD auch auf Blu-ray. Sollte euch dieser Anime interessieren, findet ihr einen Trailer sowie weitere Informationen zum Film in der Videobeschreibung. Außerdem die Links zu DVD und Blu-ray, wo ich nichts dran verdiene. Ich glaube, inzwischen ist der Preis aber wieder ein bisschen gestiegen. So, packen wir es mal aus. Leider keine Booklets oder so dabei, aber die Gestaltung ist eigentlich immer schön. Den FSK-Aufkleber kann man entfernen. Dann haben wir hier dieses Motiv. Sieht eigentlich sehr schön aus. Das hätte ich jetzt nicht drauf gemacht. Vielleicht gibt es ja ein Wendecover. Da haben wir Phoenix. Dann haben wir die DVD. Es gibt ein Wendecover mit dem Hauptcharakter und diesen süßen Kätzchen. Ja, wie immer, falls ihr den Film schon gesehen habt, könnt ihr mir gerne eure Meinung schreiben. Ansonsten bin ich gespannt, wie der Film ist. Sah ganz nett aus vom Trailer. Ich bedanke mich für eure Zeit und Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Euer Gavatrons. Ciao.